Rondo Media. Join dort. Und damit herzlich willkommen hier auf Play TV nach langer Zeit des Schweigens hier auf diesem Kanal bin ich wieder zurück und zwar mit einem Testvideo. Dies dauert 45 Minuten und ja, wir fangen einfach an. Und ich habe es noch gar nicht erwähnt, um welches Spiel es sich eigentlich handelt. Und zwar um den Schwebebahn-Simulator 2013. Der kam jetzt raus vor ein paar Tagen. Ja, und ich spiele das Game jetzt einfach mal und zeige euch, wie ich es finde. Und ja, wie es aufgebaut ist und was man hier halt alles so machen kann. Wir sind hier in der Zentrale. Also erstens läuft man wie besoffen in dem Spiel. Man ist alles so verzögert so ein bisschen. Oder nicht verzögert, sondern wenn man jetzt, ich mache jetzt die Maus in die andere Seite. Und dann schwenkt er immer noch ein bisschen mit. Also das ist so ein bisschen der Torkel-Modus hier. Naja, also erstmal, man kann hier STRG, ne, stimmt gar nicht. Oder? Warte mal. Man kann die Leertaste drücken und dann kann man hier, wird die Maus aktiviert und dann kann man hier draufklicken zum Beispiel, und dann kann man den Wochentag einstellen. Wir stellen jetzt mal ein, wir haben, wir stellen mal einen Sonntag um 12 Uhr mittags. So, dann können wir das wieder wegklicken. Und dann können wir hier, ist noch was, das ist, das sind die Credits. Ist jetzt nicht so interessant. Und ich habe schon mitbekommen, die Kaffeekanne, die kann man nämlich auf und zu machen. Und wenn die auf ist, bedeutet das, dass Zwischenfälle reinkommen. Und wenn die zu ist, sind die halt abgeschaltet und die kommen nicht. Ja, werden wir gleich sehen. So, dann kann man hier noch was gucken. In dem, kommen hier so Akten raus, in dem Aktenschrank. Ich habe hier, man sieht hier, ich habe schon ein bisschen gespielt. Jo, okay. Ansonsten kann man hier noch den Kalender hoch, den Kalender angucken. Da kann man einstellen, welchen Monat wir haben. Ich stelle mal ein Januar, haben wir ja gerade. Jo, ansonsten kann man hier eigentlich nicht viel machen. Das ist hier halt diese Zentrale. Wenn man hier durch Exit geht, ist man direkt wieder auf dem Desktop. Wird man auch nicht mehr vorher gefragt oder so. Von daher gehen wir da jetzt nicht hin. Ja, hier ist halt so ein Tankdingen. Ein paar Rohre. Und hier sind die Schwebebahnen in der Werkstatt. Die hier abgestellt sind. Man kann, glaube ich, nicht da reingehen. Die sind ja auch, die hier sind zum Beispiel auch gar nicht animiert. Doch die jetzt schon, oder? Ah, die ist zum Beispiel schon animiert hier. Naja, okay, wir können dann, hier sind so ein paar Sachen noch, die man halt in der Werkstatt so braucht. Jo, wir können jetzt hier durch Start gehen und dann, sind wir dann auch schon im Lademodus und, gleich auf der Strecke. Dauert ein bisschen. So. Hier ist so eine kleine Übersicht, welche Tasten man benötigt. Oder welche Tasten für was jetzt sind. Ich kenne mich mit den Tastenbelegungen jetzt noch nicht so gut aus, aber wir probieren das einfach mal. So, wir drücken eine Maustaste. Und sind auch schon im Game drin. Wir können dann mit E können wir rausgehen. So, mit E können wir rausgehen. Wir können aber leider nicht aus dem Zug rausgehen.
Sie haben die Fahrgäste nicht ein- und aussteigen lassen. Das stimmt jetzt nicht, weil ich die Tür noch gar nicht aufgemacht habe und noch nicht losgefahren bin. So, wir machen jetzt mit T die Türen auf. Müsste eigentlich gehen. Aber wir müssen den Wagen natürlich anschalten. Und da gehen die Türen auf, wie man sieht. Dann gucken wir mal gleich, welche Leute einsteigen. So, dann können wir hier das Warnsignal schalten und die Türen wieder zu und losfahren. Das ist der Zug von außen. Ich bin ein Geist. Man sieht keinen Fahrer in dem Game, aber das haben ja viele Simulatoren so an sich. So, hier unten die Wupper. Jetzt fängt es an zu schneien. Also ich habe jetzt auf den besten Grafikeinstellungen das Ganze hier laufen. Und man sieht zum Beispiel, dass sich die Objekte noch so ein bisschen aufbauen zum Teil. Unten am Boden. Von daher, das ist zum Beispiel nicht so schön gemacht. Ja, aber ansonsten ist die Grafik annehmbar, sage ich jetzt mal. So, hier ist der nächste Bahnhof. Fahren wir nicht so schnell rein. Abbremsen und Handbremse ziehen. Und das war natürlich zu spät, oder? Ja, es geht noch. So, Tür auf. Stehen noch gar nicht ganz. Aber jetzt Tür auf. Jetzt will er das nicht machen. Dann müssen wir jetzt nochmal zurückfahren. Das können wir hier mitmachen. Hier können wir einstellen, wie wir fahren wollen, in welche Richtung. Wir fahren noch mal ein bisschen rückwärts. Und dann jetzt noch mal. Ah, Mann! Dann noch mal ein bisschen vorwärts. So, ja, das müsste jetzt gehen. So, jetzt ist gut. Jetzt halten wir an. Warum will der jetzt nicht die Türen öffnen? Das war jetzt hier. Brauchen wir alles nicht. Kann mir jetzt mal ein Mensch sagen, warum der nicht die Türen öffnen will? Der alte Hund. Ach, weißt du was? Ist mir jetzt auch egal. Und tschüss. Versuchen wir es beim nächsten Halt. Sie haben die Fahrgäste nicht ein- und aussteigen lassen. Das habe ich auch schon mitbekommen. So, da kommt unsere Gegenbahn um die Ecke gedüst. Hier ist schon der nächste Bahnhof. Man kann auch Durchsagen machen. Ich weiß es. Alter Markt. Genau, mit D. Wie Durchsage. So. Und wir stehen.
Jetzt gehen die Türen auf. Na endlich. Jetzt können wir mal aussteigen und das mal nochmal angucken hier. So, hier oben sieht man da Adlerbrücke. Ja, das ist jetzt die nächste, glaube ich. Die nächste Haltestelle schon. Also wie man sieht, hier rausgehen kann ich nicht. Bisschen schade. Aber naja. Und hier oben sieht man nach Vohwinkel alle. Ja, warte, da muss ich mal ein bisschen. Ja. Alle 5 Minuten. Ja. Die haben ja auch keinen richtigen Fahrplan, die Wuppertaler Schwebebahn. So, wir machen Signal und Türen schließen. Ach, wir müssen die. Ja, okay. Okay, los geht's. So, Durchsage. Genau. Adlerbrücke. Da geht's jetzt hin. Und es schneit wieder, obwohl gar keine Wolken am Himmel sind. Oder also keine dunklen Wolken. Das ist wirklich sehr realistisch. Und da hinten sieht man, wie sich die Sachen langsam aufbauen. Es wird noch alles gemalt. So. Und Türen auf. Gibt's auch Kinder in dem Spiel? Gibt's auch nicht neben Simulator? Was haben wir hier? Falls Sie ohne gültigen Fahrausweis fahren, müssen wir Ihre Personalien aufnehmen und ein entsprechendes Entgelt von 40 € verlangen. Glaube ich zumindest. Sah jetzt so aus. Da, WSW, Wuppertaler Schweb. Nee. Scheiße, was heißt das denn? WSW. Wuppertaler, irgendwas. Wo sind wir denn jetzt? Da können wir mal gucken. Löher Brücke ist der nächste Halt. Da. Da oben. Ja, da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Ab zum Stadion, da geht die Wupper dann in eine andere Richtung. So, wir fahren wieder. Machen wir wieder hier. Signal, Türen schließen und ab dafür. So, jetzt sieht man es ganz gut da hinten im Hintergrund, wie sich es aufbaut. Aber ansonsten finde ich, kann man mit der Grafik wirklich gut leben. Also da kann man jetzt nicht meckern. Finde ich zumindest. Es gibt natürlich wesentlich bessere Grafiken, wie siehe jetzt Euro Truck Simulator. Das Spiel könnt ihr euch zum Beispiel bei meinem Kanal Lordio LP angucken. Das ist ja mein Kanal, das hier ist ja der Hauptkanal von der Let's Player, boah, Let's Player Community. Und da könnt ihr euch das Let's Play vom Euro Truck Simulator angucken. Das gibt es da momentan. Jo. So, Türen auf. Ah, jetzt bin ich ein bisschen weit nach vorne. Dann kann ich es jetzt nicht mehr so gut sehen. Hier kann man sich die Bahn mal angucken, so. Man kann sogar wegzoomen. Oh, das habe ich noch gar nicht gemerkt.
Hier kann man sich den Bahnhof mal angucken. Da. Ich dachte gerade, da säßt auch ein Fahrer. Aber das ist der Fahrgast. So, haben wir's? Okay, dann gucken wir mal, dass wir die Türen schließen. Wir müssen eine Durchsage machen. Völklinger Straße. Ja. Okay, los. So, Durchsage. Achso, da war ja die von. Der hatte die schon gesagt. Da kommt meine nächste Gegenbahn. Da ist der nächste Schwebebahnhof. Oder wie. Ja, ich glaube, kann man noch sagen, oder? Schwebebahnhof. Und da kommt auch schon die nächste Bahn, die aber einfach durch den Bahnhof durchfährt. Oder eher gesagt, dran vorbeifährt. Warum sollte man auch halten? Ist ja nur ein Bahnhof, also. So. Und Türen auf. Ja. Türen auf. Müssen wir wieder zurück. Jetzt aber. Aha, da kann man. Und so. Naja. Jetzt kann ich das Ganze auch besser erkennen, wo da wer einsteigt. So, okay, wir fahren weiter. Eine Tür ist defekt. Sie müssen sie manuell schließen. Gehen Sie zur defekten Tür und nutzen Sie die manuelle Schaltung. Okay, wir gehen mal raus und schauen mal, was hier kaputt ist. Die ist kaputt. Aha. Ja, wie macht man das jetzt? Ist hier irgendwo ein Schalter? Was ist das denn? Kann man das hier machen? Aha, das ist ja ein Ding. Okay, dann gehen wir wieder in unser Kabuff hier. Ja, können direkt weiterfahren, ne? Den dazu. Ah, ja, das ist ja hier rot. Na, ist egal, wir fahren. Durchsage? Landgericht. Wie? Oh, ey. So, nochmal. Landgericht. Ja. Und da kommt schon wieder eine Gegenbahn. Was geht ja hier ab? Hier dieser Berg an der Seite sieht ein bisschen kahl aus irgendwie. Also da weiß ich noch nicht, da war gerade eine Baumfällung oder sowas. Wurde einmal rumgerodet oder was. Also das sieht irgendwie ein bisschen buckelig aus. So, hier kommt die nächste Gegenbahn und wir sind am nächsten Bahnhof. Deswegen bremsen wir ein wenig ab. Wie sieht das denn hier aus an dem Bahnhof? Naja, so, wir halten. Und wir machen. Ah, perfekt gehalten. So, und. Türen auf. So.
Hätten wir dann auch. Kommt da hinten ist noch einer. Da kommt auch noch wer. Da kommt noch wer. Oh, da kommt auch noch wer. Jetzt aber, jetzt ist Pech. So, tschüss. So, nächster Halt. Klose. Was? Klose? Klose? Ist auch ein Fußballer. Klose. Klose. Aha. Na dann. Die Wuppertaler und ihr Klose. Ich kenne mich leider im Wuppertal nicht aus, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob das Original nachgebaut ist. Vielleicht kommt ja irgendwie hier von den Zuschauern aus Wuppertal, der kann ja ja mal aufschreiben, ob das so halbwegs original zumindest ist. Ich glaube nicht, dass es wirklich ganz original ist, aber vielleicht so ein bisschen wäre ja schon nicht schlecht. So, Türen auf. Ja, Türen auf. So, genau. Ah, ich habe eine Hand und ich habe sogar noch eine Hand. Ist das geil. Ah, da kann ich sogar mit steuern. Voll lustig. Kann ich hiermit auch steuern? Nö. Tja, Pech. Okay, wie sieht's aus? Alles frisch? Okay, dann los. Nächster Halt. Hauptbahnhof. Na dann. Ich finde, das Wasser sieht auch ganz in Ordnung aus. Also da finde ich, kann man sich jetzt nicht beschweren. Kann zwar hier alles besser sein, aber ich muss sagen, für ein Simulator-Niveau ist es sehr gut. Also, na, sehr gut nicht, aber gut. So, hier sind wir am Hauptbahnhof. Türen auf. Gucken wir uns das mal an hier. So. Aha. Guck mal, hier die Schwebebahn von unten. Schick. Naja, okay. Wie sieht's aus? Können wir fahren? Okay. Nächster Halt. Holixmühle. Genau. Und es schneit immer noch, obwohl wirklich der Himmel sogar fast klar eigentlich ist. Außer so ein paar helle Wölkchen. Naja. Oh, der war viel zu schnell. Oh, das geht aber noch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wir gucken mal gerade, wie weit es noch ist, hier auf unserem geilen Plan. Robert-Daum-Platz sind wir als nächstes. Pestalozzi-Straße, Westende. Auf jeden Fall fahren wir die Linie noch zu Ende in diesem Testvideo hier. Und vielleicht sogar noch mehr. Wir schauen mal. So, sind alle versorgt?
Eine Baustelle. Ja, so Baustellenschilder habe ich auch noch nie gesehen. Lustig. So, nächste Haltestelle ist Robert Daumplatz. Genau. Schon wieder so riesen Baustellenschilder. Ich bin mal gespannt, was das für eine Baustelle sein soll hier. Sie haben einen Baustellenbereich durchfahren, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren. Fahren Sie künftiger langsamer, wenn Sie ein Baustellenschild sehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ja, wer soll denn da verletzt werden? Wo war denn da überhaupt eine Baustelle? Da war nur ein Schild, aber da war doch nichts. Und da habt ihr was gesehen. Naja. So, hier ist die nächste Haltestelle. Hinten steigt ein Vater mit seinem Kind ein. So, wir steigen wieder in die Kameraperspektive und fahren weiter. Pestalozzi-Straße. Hä? Da waren wir gerade. Pestalozzi-Straße. Ja. Was war nochmal der nächste Halt? Ja. Okay. Wir cruisen hier so durch die Schluchten von Wuppertal. Da, Türen auf. So, wir gucken nochmal. Pestalozzi-Straße ist hier. Ne, warte. Da. Westende, Waresbecker Straße zu Stadion, Sonneborner Straße, Hammerstein, Bruch und Vorwinkel. Ja, läuft. Okay, kommt noch wer? Lass mal die noch rein. Ist das eine Großfamilie oder was? Was ist jetzt? Was ist denn jetzt? Ich bin noch nicht rausgegangen, oder? Ach so, ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Jetzt aber. Los geht's. Westende. Ja. Da ist ein Turm, der baut sich hier gerade vor mir auf. Jetzt schneit's wieder. Da unten die Autos, die eiern da auch so rum. Also ich finde, die Bremsen sind wirklich stark. Das ist ganz gut, ja, weil da kann man auch ein wenig schneller in den Bahnhof reinfahren. So, Türen auf. Ich habe mein Warnsignal vergessen. Naja, weiter geht's. Faresbecker Straße.
Oh, gelbe Flagge. Was ist jetzt? Gab's einen Unfall? Gibt's einen Safety Car? Oder was ist jetzt hier? Müssen wir jetzt wieder langsam fahren oder was? Sonst kommt hier gleich wieder Leitstelle ange. Und macht mich hier blöd an oder wie? Was steht denn da? Müssen wir mal gerade gucken. Das will ich jetzt aber wissen, warte. Bleib doch mal stehen. Irgendwas mit Thüringen. Ach, keine Ahnung. Ach, schon wieder gelbe Flagge, ey. Also wenn das so weitergeht, kommt wirklich gleich Safety Car. So, jetzt sind wir hier in Fahrersbecker Straße. Türen sind auf. Wir gucken uns mal die Leute an. Also die hier. Wo ist die jetzt hin? Naja, also die hier. Ich habe die schon mal irgendwo gesehen. In irgendeinem Simulator habe ich die schon mal gesehen. Die hier aber auch. Sind das nicht die Charaktere aus dem Citybus Simulator? Jetzt mal ganz ehrlich. Die sahen doch genauso aus. Da gab es doch auch solche. Aber, Citybus Simulator wurde vom, also ich meine jetzt den ersten New York, der wurde doch von TML Studios entwickelt. Der hier ist von Rondo Media. Hat Rondo Media etwa hier geklaut? Die bösen Buben. Was steht die denn jetzt auf und geht wieder? Dauert der das hier zu lange oder was? Na, fangen wir jetzt. Stadion. Aha, zu Stadion. Zu Stadion. Jetzt geht hier gleich die Wupper, geht jetzt hier die zur Linken, geht hier runter. Müssen wir gleich mal schauen. Aber vielleicht auch erst nach dem Stadion da, ich weiß es jetzt nicht. Werden wir gleich sehen. So. Türen sind auf. Wir gucken mal gerade, wo wir sind und wie weit wir noch müssen. Wir sind jetzt hier, ja genau, zum Stadion. Da müssen wir jetzt nur noch 4 Haltestellen. Dann sind wir da. Oh, okay. So, letzten kommen rein. Ja, du hast jetzt gelitten und tschüss. Hier sieht man auch das Stadion. Und den Zoo. Ne, ich sehe jetzt hier nur das Stadion. Aha, hier, Zoo. Huch, oh Gott, wo geht der denn jetzt hin? Scheiße. Na, auf jeden Fall ist hier auch noch irgendwo ein Zoo. Ach du Scheiße, jetzt habe ich aber gepennt. Ja, tut mir leid, der nächste Zug kommt in 5 Minuten. Hammerstein. Ja, Hammerstein. Wieso haben eine Rote das auch noch? Ach du lieber Jott. Was hat hier die Wupper jetzt? Nee. Was ist das denn? Eine Autobahn. Aha.
Oh, jetzt rasen wir aber ziemlich. So, jetzt halten wir an. Türen auf. Okay, weiter geht's. Lassen wir die noch rein. Wieder ist einer in der Tür, hat er gelitten. Verarschen, ey. Doofköppe. So, nächster halt. Hoch. Was? Aha. Ah, jetzt geht's hier einen Berg hoch. Das schafft er locker hier. So, Türen auf. Wenn keiner einsteigen will. Aha, jetzt kommen sie, ist klar. So, jetzt Ende hier. Weiter geht's. Vorwinkel, bitte aussteigen. Aha. Ach, das wäre jetzt die Endhaltestelle. Vorwinkel. Da sind wir auch schon. Nee, gar nicht. Doch wohl. Ach, jetzt fahren wir die Wände, stimmt. Schick, schick. Okay. Türen auf, Leute raus. War's das? Okay. So, wir bleiben jetzt hier in der Kurve stehen. Schaukeln noch so ein wenig vor. Ruch. Ruch. Ja. Schaukeln noch so ein bisschen vor uns her, machen den Zug mal aus. Ja, und dann würde ich sagen, gibt es jetzt noch das Fazit und dann war es das auch schon. Ihr könnt mich natürlich weiterverfolgen auf Laudio LP. Da gibt es mittwochs, freitags und sonntags jeweils ein Let's Play. Könnt ihr ja mal reinschauen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Wochenstart. Und ja, verbleibe ich mit vielen Grüßen hier aus dem Wuppertaler Schwebebahn-Dingens hier oben. Haltestelle und... wünsche euch noch viel Spaß und sage bis zum nächsten Video hier auf PlayTV.
Ja, und damit sind wir auch schon beim Fazit dieses Spiels. Es hat eine recht gute Grafik und eine große Fahrstrecke, finde ich. Die Schwebebahn ist auch sehr detailgetreu nachgestellt. Ansonsten würde mir nichts groß auffallen, was jetzt besonders noch gut ist. Ihr könnt ja hier in die Kommentare schreiben, was euch noch auffällt bei dem Spiel, was euch da gefällt. Was ihr also gut findet. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zum Kontra. Und zwar finde ich es nicht so gut, dass es dort keinen Fahrplan gibt. Dass es kein Tutorial gibt, dass man einfach da reingesetzt wird und man gar nicht weiß, was man so richtig machen soll. Dann ist wenig Abwechslung in dem Spiel. Es passiert eigentlich nichts. Zumindest jetzt in diesem Testvideo ist nichts passiert. Ja, bis auf eine defekte Tür war es das. Und es gibt auch ein paar Bugs. Zum Beispiel habe ich mal, als ich allein gespielt habe, mitbekommen, dass der Zug auf einmal weg ist. Oder ein Waggon weg ist und dann irgendwann wiederkommt. Naja, auf jeden Fall, das wäre Kontra. Ihr könnt schreiben, was euch so noch einfällt, was schlecht ist. Das wär's. Bis dann.